Hallo Leute, willkommen zurück hier bei Dungeon Keeper 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Beim letzten Mal haben wir mit unseren Magiern das zweite Level hier bei Dungeon Keeper einfach mal so erobert. Das zweite Land, das wir hier unter unserer Kontrolle haben. Ihr seht schon, das hat eine so schöne, gesunde Farbe angenommen. Und ja, dieses Schicksal wird auch dem dritten Land hoffentlich blühen. Hören wir mal rein, was unsere Mission ist, würde ich sagen. Ramshackle. This is a peaceful land, but a poor one, since its defender, Lord Avaricious, has frittered away his riches. If you can amass enough gold, he will surely be tempted into leaving his fortress and attacking you personally. Build a workshop, and fill your realm with fiendish traps and doors to protect your hard-won treasuries. Lure this fool to his doom, and claim his portal gem. Yay, genau an die Mission kann ich mich noch erinnern. Wir müssen das Gold abbauen, damit der Schlingel dann auch wirklich uns angreift. Wir legen einfach mal los, würde ich sagen. Lord Avaricious hides within his fortress proud. He's well defended, but gold's his weakness. To lure him from his stronghold, mine all the gold within his realm. Easy game für uns. Treasury. Workshop. So. Sentry trap. Wooden door. Hier ist schon mal Gold, das ist schon mal gut. Dann bauen wir hier einfach mal direkt den ersten Raum hin. Hier ist das Kreaturenportal. Okay, sehr gut. Ja, ich würde sagen, meine Imps können ja hier einfach mal loslegen. Können direkt Gas geben. So, wir brauchen auf jeden Fall eine Hühnerfarm. Wir brauchen einen Trainingsraum. Wir brauchen eine Bibliothek. Your dungeon heart will only hold a sum of 16,000 gold, so build a treasury for the excess to amass. Hauen wir das hier mal weg. Treasury to store gold. Und hauen hier eine Treasury hin, früher oder später. Aber ich würde sagen eher spät als früh. So, ihr könnt das hier schon mal machen. Ah, das geht sogar, warte mal, wenn hier Stein ist, kannst du das auch bis dorthin bauen. So, dann kommt hier direkt meinetwegen der Trainingsraum oder die Bibliothek. Ist eigentlich egal. 4x4 sollte genügen. Trainingsraum, dann machen wir hier die Hühnerfarm hin. Hühnerfarm. Ja, das sollte auch so 4x4 groß sein, würde ich schätzen. Ein Workshop brauchen wir gleich noch. Oder ich mache hier die Hühnerfarm hin und hier das Trainingscenter. Warte mal, dann machen wir das Trainingscenter aber so. So, wenn hier die Hühnerfarm ist, dann kann hier nämlich auf jeden Fall der Workshop nachher rein. Der sollte in der Größe genügen. Trainingsraum, Workshop, Hühnerfarm. Und hier oben kommt dann die Bibliothek hin. Ja, das hört sich für mich sinnvoll an. Wir schauen einfach mal, ob das auch wirklich sinnvoll ist. So, ich überlege jetzt gerade schon, bauen wir hier eine Treasury? Treasury ist immer so teuer, ne? Na, 200, komm, das können wir uns mal gönnen. So, dann nehmen wir hier das ganze Gold. Haben die Imps nicht so viel Arbeit? Nein, das wird nicht abgebaut, bitte. Und dann schmeißen wir es hier rein. Dann haben wir das schon mal erledigt. Und dann würde ich gerne das Portal gleich einnehmen. So, guck mal hier, der kann direkt das Land klar machen. Du kannst dich hier schon mal durchgraben. Ihr braucht ja auch nicht zu zweit machen, du machst hier. So, sehr schön. Ich kann keine weiteren Imps erschaffen. Schade, Schokolade. So, dann können wir hier den Dingensraum hinmachen, den Schlafsaal. Hier wollte ich jetzt die Hühnerfarm hinmachen, genau. Und hier die Dingens, die Work... Bla. Den Workshop, so. Oder die Bibliothek. Ne, bei dem Workshop, da müssen die immer viel essen und schlafen. Wir könnten natürlich auch noch hier... Aber warte mal. Workshop, mach's ein bisschen anders. So Trolls will come and use it for their fabrication. Benefiting you with traps and doors. Ich baue hier noch was hin. Your underground creation. So, einer kann hier bitte einnehmen. Du kannst hier... Ne, einnehmen nicht, aber du kannst hier schon mal graben. Also, hier sollte die Hühnerfarm hinkommen. So. You claimed a portal. Sauber, wir haben das Portal, Leute. The swift light firefly is essential as an airborne scout. His eyes are yours to penetrate dark places and report. Ja, okay, die behalten wir anfangs erstmal, die Fliege.
Ist natürlich jetzt nicht der beste Zeitgenosse, der stärkste. Das wären 8000, können wir uns aber momentan sogar noch erlauben. A new species of creature has entered your dungeon. Wahrscheinlich ein Troll, ja. Nee, ein Goblin natürlich, sorry. Ein Troll kann ja noch gar nicht kommen, weil wir noch kein Ding und haben, noch keinen Workshop haben. Wo haben wir denn das nächste Gold? Da oben. Okay, gut zu wissen. Lass uns schon mal das Gold dort angraben. Und wir brauchen noch eine Bibliothek. Bin ich mir gerade ein bisschen unschlüssig, wo die hin soll. Hier ist der Trainingsraum. Ihr seht schon, die Fliegen haben übrigens auch ein anderes Bett. Jede Kreatur hat eigentlich ein anderes Bett. So, ich würde gerne einen Workshop schon mal bauen. Okay, der ist momentan noch arg teuer. Aber ja, wir bekommen ja hier gleich ein bisschen Gold zumindest. So, dann lasst uns schon mal hier in den Workshop hinpacken. Ah, kann ich jetzt sogar schon mehr gönnen. So, und dann werden jetzt Trolle in unser Dungeon kommen. Eine neue Kreatur, Leute, die Items für uns erschaffen können. Sprich, diese Sentry, die Tür, da geht so einiges. Freue ich mich schon drauf. Unsere Kreaturen trainieren hier fleißig. Und wir holen uns das ganze Gold. So muss es sein. Wir könnten mal hier eben durchgraben. A troll arrives, attracted by the splendor of your workshop. His craftsman skills are set to serve you well, as one whose toil will make both traps and doors for you to use in your defense. So, ich habe für die hier einen extra Schlafraum gebaut. Now choose the hammer tab to see the workshop panel, then select the symbol for the sentry trap. The tile which flashes near your dungeon heart is a good place as any for a sentry trap. Okay. Now what? Your trolls will fabricate the trap, then imps will take it to its designated place. Okay, stellt jetzt hier die Falle her. His stronghold, mine all the gold within his realm. Ihr seht hier unten, wie das sich jetzt hier erhöht, langsam aber sicher. Und wenn das fertig ist, erscheint hier irgendwo so ein kleines Dingens. Ich kann mir schon mal einen Imp schnappen. So, da. Jetzt hau ich den Imp dahin. Und er schnappt sich das Teil, bringt es hier hin und dann wird die Sentry da gleich stehen. Da kommt ein weiterer Troll, meine Lieben. Und auch er richtet sich direkt hier häuslich ein. Warum packe ich die Trolle jetzt hier hin? Das kann ich euch sagen. Die Trolle sollen hier hin. Ihr seht hier, zack, hat er sein Ding jetzt hingemacht. Damit er schnell zur Hühnerfarm kommt und zum Workshop. Ja, weil wenn die arbeiten, dann werden die schnell erschöpft und oh. Da, die ersten Zwerge kommen. Die ersten Zwerge greifen an. Okay, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn die Zwerge kommen. Könnten wir aber unsere Goblins und unsere Fliege schon mal hinwerfen, die dann hier gegen den kämpfen können. Das sollte eigentlich easy game sein, denke ich mal. Und macht ihn kalt! So, geht doch. Oh, ich wollte euch nicht schlagen, es tut mir leid. Und dann könnt ihr hier schön weiter trainieren. Hätte natürlich auch die Trolle mitnehmen können, theoretisch. So, lass uns hier einmal so durchgraben. Ich möchte einmal kurz schauen, was da noch so los ist. Hier haben wir alles soweit. Die Sachen müssen noch verstärkt werden. Momentan können nur 5 Leute hier trainieren. Ist ein bisschen schlecht. Ich könnte ja mal ein paar Imps erschaffen. Ah, ich brauche noch eine Bibliothek. Hätte ich jetzt schon wieder fast vergessen, ne? Eine Bibliothek. Wo bauen wir die hin? War eben gerade noch mal... Ne, ein Goblin war erschienen. Okay. So... Bibliothek. Sollte schon auch ein bisschen in der Nähe bleiben, die Bibliothek. Ich muss die quasi eigentlich hier irgendwo jetzt schon hinsetzen, wa? Wir könnten sie hier anschließen lassen, aber dann könnte ich genauso gut auch hier eine Dingens durchbauen. Ja, ich habe ein bisschen schlecht geplant. Packen wir die Bibliothek hier hin, würde ich sagen. So, das sollte reichen von der Größe. Oder machen wir noch einen weiter, dann können wir die Zaubersprüche hier noch upgraden. Das ist wieder ein Goblin. So, hierhin mit dir. Und das sieht gut aus. Das sieht wirklich gut aus. So, ich könnte hier, wenn ich Goldprobleme habe, noch ein bisschen Gold abbauen. Hier ist scheinbar auch nichts. Okay, haben sie einfach mal so durchgebaut. Und wir könnten hier mal einmal uns am Rand so lang graben, um zu schauen, was da los ist. Hier kommt übrigens ein Dieb, Leute. Das ist ein anderer Hero. Ich möchte aber keine Tür bauen. Sorry. Ihr habt schon gesehen, hier ist jetzt ein Schurke in unser Dungeon reingekommen.
Und wir hauen hier einfach mal wieder unsere Goblins hin. Und die können dann hier gegen den kämpfen. Level 1, das ist erstmal kein Problem für unsere Goblins. Easy game, denken die sich da. Zack, da ist er schon wieder tot. Und dann kommt ihr hier wieder rein. Inzwischen können 8 Leute hier drin trainieren. Und wir sollten jetzt wohl oder übel unsere Bibliothek bauen. So, da können jetzt erstmal ein paar Magier in unser Dungeon kommen. Was uns natürlich sehr gelegen kommt. Da ist er schon. So, oh, wir brauchen ein bisschen Gold. Bauen wir erstmal hier das Gold ab. Ich würde gerne ein Gold bewahre ich erstmal auf, weil wir müssen ja sämtliches Gold abbauen, bevor er aus seinem Kabuff da kommt. So, der Magier geht dorthin. Und dann wird er gleich mal ein bisschen forschen für uns hier. Die Zauber soll noch abgegradet werden. Ich habe wieder 10 Imps, damit kommt man eigentlich meistens zurecht. So, ich grab hier weiter. Bei Dungeon Keeper, wie gesagt, gibt es immer ein paar Secrets. Ihr habt es ja gesehen, im letzten Level haben wir das Secret mal wieder nicht bekommen. Das ist natürlich ein bisschen schade gewesen. Deswegen hier direkt wieder auf Secret-Jagd. So, was wir natürlich machen könnten, wäre hier so eine dicke Sentry-Armee hinzustellen. Aber ich kann es euch mal eben zeigen. Wenn man eine Sentry baut, dann steht es da oben. Es kostet 5 Mana und jedes Mal, wenn er schießt, kostet es 250 Mana, meine ich, oder? Ja, 250. Also es ist schon eine ordentliche Hausnummer. Und sie senken deinen Mana-Haushalt halt um 5. Ah, da ist ein magisches Item. Siehst du wohl? Haben wir es doch gewusst. Und hier müssen wir aufpassen, die haben nämlich auch Fallen, die Leute hier. So, komm du mal hierher und claim uns mal das Gebiet. Mich wundert es, warum hier keine neuen Kreaturen mehr kommen, ehrlich gesagt. Ich könnte noch Magier bekommen hier. Wir haben eigentlich genügend Platz, dass noch mehr Magier kommen. Dort kommt aber erstmal noch ein weiterer Goblin. Na gut, okay. Goblin, komm her. Zack, hierhin mit dir. Ich dachte gerade, ich hätte hier eine gegnerische Kreatur gesehen, aber dem war scheinbar nicht so. Was ist das für ein Zauber? Oh, okay, der... Moment, zack. Der, revealed alle Secrets quasi. So, jetzt würde ich gerne hier... Die Goblins können wir einfach mal hier droppen. Drop it like it's hard. Und, oh, die sind sogar schon hier teilweise Level 4. Das ist schön, weil dann können sie jetzt noch ein höheres Level bekommen. Ansonsten trainieren kann der eine Bengel hier nämlich gar nicht mehr. Komm schon, mach das... Ihr werdet ja wohl die Zwerge hier besiegt bekommen. Na, endlich hat er ihn mal geschlagen. Der eine kämpft hier gegen einen und die anderen 4 kämpfen gegen einen anderen Zwerg. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Oh Mann, warte mal. So, jetzt ist er eingekreist. Jetzt wird ihn ja wohl irgendjemand mal treffen können. Oh, die Fliege ist übrigens auch gleich Level 4. So, und die Fliegen haben jetzt diese nervige Angewohnheit, dass sie andauernd durch unser Dungeon rennen. Wenn sie gerade nichts mehr zu tun haben. Das ist ja wohl nicht wahr, oder? So, komm schon. Irgendjemand wird ihn jetzt aber mal treffen. Rennen die dann dauernd hinterher, ey. Ich glaub's nicht. So, okay. Zack, zack, zack. Ihr kommt alle hier rein. Ich weiß, manche können gar nicht mehr trainieren. Aber hey, kennst du Wayne? So, hier sind die beiden Fallen. Die würde ich halt gerne platt machen. Graben wir hier das Gold mal weg. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Ach, guck mal, wir wurden hier auch angegriffen. Das habe ich jetzt gar nicht gemerkt. So, hier wird wahrscheinlich eh nichts mehr sein. Wie ist der denn da hingekommen? Man weiß es nicht. Hat meine Sentry Gun aber scheinbar gute Arbeit geleistet. So, er kann jetzt erstmal hier sich ein Bett bauen. So, und dann passen wir auf. Ne, hier ist ein Held, der stirbt aber bald. Wir könnten natürlich... Mit den Imps. Ich überlege gerade. Imps konnte man, glaube ich, nicht... Ah, doch, kann ich... Ah, stimmt, das war das. Imps kann ich hier auf diesen Stellen droppen, die niemandem gehören. Und wie wir sehen... Oh, ist hier ein Portal, durch das andauernd die Helden nämlich hier in den Dungeon kommen. Wenn wir sämtliche Gebiete hier... Oh, nicht. Wenn ich sämtliche Gebiete um dieses Portal herum besetzt bekomme... Da kommt übrigens wieder jemand. Und wir haben Zahltag...